Heute machen wir mal was, was wir viel zu selten tun, nämlich Zuschauerfragen beantworten. Vorneweg meine Entschuldigung. Ihr stellt ja viel mehr spannende Fragen, als wir beantworten können. Denn wir sind hier personell, wie soll ich sagen, wir sind ein Duo. Ja, also ein Redakteur oder eine Redakteurin und ich. Und das ist einfach personell ein bisschen schwierig, alle Fragen zu beantworten. Wir haben mal so eine kleine Mini-Auswahl gemacht. Da hat zum Beispiel der Herr Wendling geschrieben, da hatte Herr Lesch wohl den totalen Blackout. 1985 hat man den schnellen Brüter in Hamm-Üntrop eröffnet. In Hamm-Üntrop sollte ein Kugelhaufenreaktor erprobt werden. Der einzige schnelle Brüter wurde in Kalka gebaut, aber nicht in Betrieb genommen. Der sollte mit flüssigem Natrium gekühlt werden. Ja, da haben Sie natürlich recht, Herr Wendling. Also von einem Brüter spricht man überhaupt nur dann, wenn er mehr Brennstoff erbrütet, als er verbraucht. Und das ist in Hamm-Üntrop nicht gelungen. Und in Hamm-Üntrop, das war auch kein Flüssigsalzreaktor, sondern es war ein Thoriumreaktor. Der Gisigfui schreibt zur Sendung, wohin expandiert das Universum? Aber irgendetwas muss doch um das Universum drumherum sein. Oder ist da einfach das Nichts? Wenn ja, würde ich gerne wissen, wie Sie das Nichts definieren und was wäre, wenn rein theoretisch jemand in diesen Raum eindringen würde. Die Frage nach dem Drumherum des Universums, ich sag's nicht gern, ist falsch gestellt. Ah, ja, ich weiß, aber es geht nie anders. Das Universum ist alles, was ist. Also mit alles, mit allem meine ich ohne Ausnahme. Also sowohl Raum, Zeit, Materie, Energie, alles, was ist, ist das Universum. Also die Gesamtmenge allem, von allem Existierenden, das ist das Universum. Das heißt aber mit anderen Worten, dass außerhalb des Existierenden nichts existiert. Akribion schreibt, zur Astrologiesendung, was heißt, die Sonne steht im Sternzeichen? Heißt das, der Ort, wo sie im Zenit wäre, nur eben nachts? Sagen wir mal, die Sonne wäre nicht so hell, wie sie ist, sondern sie wäre dunkler, sodass der Tageshimmel dunkler wäre. Dann würde man sehen, dass die Sonne mit dem Sternzeichen, mit dem sie aufgeht, praktisch auch untergeht. Das heißt, das bedeutet, sie steht im Sternzeichen. Die Sonne bewegt sich ja nicht vor den Sternbildern wie verrückt rum. Das dauert ja eine ganze Weile. Das bedeutet, das hat also mit dem Zenit überhaupt nichts zu tun. Es geht nur darum, dass die Sonne sich mit dem ganzen Sternenhimmel dreht. Und dann haben wir hier ein Zitat von Primetime. Hätte mich Lesch in Physik unterrichtet, hätte mein Hund keine einzige Hausaufgabe gefressen. Zu unserem Beitrag über freie Energie schreibt Aitak Katja, wenn wir davon ausgehen, dass ein schwarzes Loch die Energie aufbringen kann, um eine Galaxie zu bilden, woher nimmt es die Kraft, um die Gravitation aufrechtzuerhalten? Die Idee momentan ist eigentlich eher so, dass die schwarzen Löcher, die wir in den Zentren von Galaxien finden, die ja teilweise mehrere hundert Millionen, ja bis zu Milliarden Sonnenmassen haben, immer nur sowas sind wie Kondensationskeime, um die sich die Materie nachher versammelt hat. Die Materie hat ja eigene Energie, das heißt, sie bewegt sich ja und deswegen ist sie nicht in das schwarze Loch hineingefallen, sondern es bildet sich etwas um das schwarze Loch herum und das ist dann eine Galaxie. Im Übrigen spielt bei der Bildung von Galaxien vor allen Dingen die dunkle Materie eine große Rolle und die dunkle Materie, das sind keine schwarzen Löcher, also da sind wir ganz sicher. Gerald Rosemann schreibt zum Beitrag über freie Energie, die Aussage tiefer als die Meereshöhe kann ich mit meinem Wasser nicht runterfallen, ist einfach nur noch peinlich. Das sage man mal den Niederländern. Leider nicht als Trollbait oder Beleidigung, sondern wirklich ernst gemeint. Ja, und dann hat der Raphael Pfundheller eben darauf geschrieben, trotzdem Troll, da die Niederländer Dämme haben, um das Wasser abzuhalten. Von Natur aus wäre die Niederlande unter Wasser. Also mal wieder nur getrollt. An dieser Stelle mal einen großen Dank für all diejenigen, die sich eben darum kümmern, Trolle als Trolle zu identifizieren. Julian D. Breakdown schreibt zum Evolutionsbeitrag, ich frage mich immer, warum Gott und Evolution nicht ein und dasselbe sind. Zu einfach? Und gerade weil man es berechnen kann, steckt darin nicht das Göttliche? Also ich wollte die Fragen nur mal in den Raum stellen. Ja, Julian, da stehen Sie jetzt. Ne? Ich kann nur empfehlen, lesen Sie Cusanus, also Nikolaus von Cus. Da gibt es eine berühmte Schrift von ihm, Coincidentia Oppositorum, der Zusammenfall der Widersprüche, dass bei Gott alle Widersprüche zusammenfallen müssten, also das Allergrößte mit dem Allerkleinsten, das Allergeradeste mit dem Allerrundesten und vor allen Dingen noch nicht mal der Satz vom Widerspruch, also dass eine Aussage nie zugleich wahr und falsch sein kann, noch nicht mal dieser Satz dürfte bei Gott gültig sein. Also Gott ist das nicht andere. Es gibt gar keine Aussagen, die man über Gott machen kann. Da schreibt Zednes,
Meine Theorie als Laie, die einzelnen Prozesse der Evolution wurden von einer Intelligenz gesteuert. Diese Intelligenz nannte man Gott. Also, wer immer sich hinter diesem Namen verbirgt, die Naturwissenschaften beschäftigen sich ausschließlich mit innerweltlichen Ursachen, also nicht mit außerweltlichen. Wir suchen in den Naturwissenschaften nur nach Ursachen, die innerweltlich sind. Naturwissenschaften zu betreiben bedeutet, gottfrei Naturwissenschaften zu betreiben. Es kann nirgendwo Gott als irgendeine Letztbegründung für eine Theorie hergenommen werden. Auf keinen Fall. Ich muss ja sagen, diese Matrix-Geschichte, die ist natürlich, das ist schon ein Kracher. Und da gibt es also folgende Bemerkung von Edge of Supermotar. Dieses Video hat mir mal wieder gezeigt, was ich so an Herrn Lesch schätze. Die Synergie aus Begeisterung für Naturwissenschaften einerseits und Philosophie andererseits. Kein einfacher Zahlenfetischist, aber auch kein realitätsferner Schöngeist, sondern ein eloquenter Mix aus fundiertem Wissen in beiden Bereichen. Da hört man einfach gerne zu. Ja, und da gibt es dann Zustimmungen. Das Lob leiten wir gerne an Herrn Lesch weiter. Um euch kaputt zu lachen, sagt Sim Shalom. Denn wir haben uns nicht kaputt gelacht, wir haben uns gefreut. Das war noch gar nicht so schlecht. Hätte ich nicht gedacht, es ging ja. Man weiß ja nie, was für Fragen und Kommentare kommen, aber die jetzt gekommen sind, die waren doch gut. Fand ich höchst interessant. Manchmal inspirierend, manchmal auch irgendwie so. Wisst ihr, das Allerschlimmste ist ja, dass man nicht genau weiß, wer guckt einen da an und wer guckt zu und wer hört auch zu. Deswegen ist das mit den Kommentaren und den Fragen ja die einzige Möglichkeit, dass wir in so eine Art Dialog treten. Also deswegen würde ich denken, wir sollten da weitermachen. Der Kanal Terra X Lesch & Co. ist für den Webvideopreis nominiert worden. Ja, ich meine, das interessiert mich jetzt nicht so. Also, ich meine, in diesem Kanal geht es um Inhalte, ja? Da geht es um was, da geht es um Positionen, da geht es um Content, ja? Da geht es doch nicht um Preise. Ich meine, was soll ich mit so einem Preis? Ich meine, wer braucht denn so einen Preis? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Preis eigentlich... guten Preis ist ein Preis, aber ich meine, ich brauche jetzt also eigentlich so gut wie nichts. Der Preis an sich ist ja schon mal, ich meine, es ist doch schön, dass man nominiert ist, finde ich gut, das reicht doch völlig. Also ich muss jetzt nicht den Preis noch haben, das Nominieren reicht völlig. Also Nomen est Omen, ja, das reicht doch schon. Und ich meine, wir machen jetzt hier einfach weiter.